Moin Leute, Trimax hier. Wir reagieren auf ein sehr geiles Video. Wir sind ausgeschieden bei Seven vs. Wild, nachdem uns das Wasser ausgegangen ist und wir den unendlichen Todesmarsch angetreten sind. Wir haben 2 Stunden auf die Abholung gewartet. Dann wurden wir 2 Stunden abgeholt, bis zum Hotel zurückgefahren. Wir haben 1000 Fragen gestellt. Hat sich ein Team verletzt? Geht's allen gut? Sind wir die Ersten, die draußen sind? Wir haben das Team mit 1000 Fragen bombardiert. Ihr müsst euch diese Folter vorstellen. Wir waren so lange schon drin. Wir hören immer mal wieder einen Helikopter in der Ferne. Wir hören ein Boot in der Ferne. Wir hören Wasserflugzeug in der Ferne. Heißt es, dass ein Team raus ist? Ja oder nein? Wir haben uns 10 Tage lang diese Frage gestellt. Dann hatten wir endlich wieder Kontakt zur Zivilisation und keiner durfte uns das beantworten, bis wir dann am Hotel angekommen sind. Und das ist die Folge. Wir sind Morten und Max und wir produzieren momentan die Musik zur neuen Staffel Seven vs. Wild. Alter! Nach der sehr erfolgreichen... Ich dachte, die nehmen einfach irgendwelche Dinger, die sie kaufen. Hier ist ein geiler Song, kaufe ich für 9 Euro, leg den drunter, fertig. In der gleichen 2. Staffel im letzten Jahr stand für uns schon früh die Frage im Raum, wie können wir dieses Jahr die Messlatte nochmal höher setzen. Neben der eigentlichen Musik für die Show hatten wir richtig Lust, für Seven vs. Wild eine Art Hymne, ein Anthem zu schreiben und das möglichst episch und eindrucksvoll. Dabei war es uns extrem wichtig, dass auch der Song wirklich das Gemeinschaftsgefühl transportiert. So ein geiles Handwerk, ne? Wenn du solche Sachen hinkriegst, sowas komponieren kannst, ist schon geil. Den Song habe ich aber noch nie gehört. Wir haben uns dazu entschieden, mit einem großartigen Chor und auch großartigen Künstlern zusammenzuarbeiten. Wann lief denn der im Intro? Erste Folge? Und nur einmal, der lief einmal in der ersten Folge. Da hätten die doch viel öfter einspielen können und das Intro packen können und so. Die Arbeit nicht nur an der Musik, sondern... So ein krasser Song, die haben die nur in eine Folge gepackt. Am Projekt als Ganzes, die Zusammenarbeit mit dem Team bis hin zu unseren wilden Field Recordings im Wald hat uns ultra viel Spaß gemacht und jetzt können wir es kaum erwarten, die komplette Show selber zu sehen. In dieser Folge zeigen wir euch die nächste Abholung. Und nicht nur das. Die zwei Nerds laufen ja knapp 6 Kilometer durch die Gegend, obwohl sie total ausgelaugt sind. Wie verbringen die Kandidaten nach dem... Wir dürfen nicht so weit laufen, wenn wir total ausgelaugt sind. Und wir dürfen auf gar keinen Fall über die nassen, glitschigen Algenklippen klettern. Haben wir gemacht, 7 Kilometer. Albtraum fürs Rettungsteam. Ausscheiden ihre freie Zeit. Da fängst du an! Ja! Oh. Fettes Teil, Alter. Außerdem zeigen wir euch den beunruhigendsten Moment in dieser Staffel. Sascha! Knossi! All das in Folge 10 Behind the Scenes. Moin, Jensen. Moin. Jensen. Good News. Ja. Es kam gerade ein Codiello reingeflattert. Ja. Team 1, Codiello. Okay, krass. Wer ist Team 1? Yeah, wir sind Team 1. Trimax, glaube ich, und Romata. Richtig. Wegen. Klar, weiß er. Hunger? Wissen wir noch nicht. Ah, ich hab noch keine gerade abgesendet. Vor 10 Minuten haben die Codiello gesendet. Aber beide? Beide. Beide gleichzeitig. Ja, gut, dann ist ja. Ja, eigentlich eine gute Quote. Geil, die Gespräche zu sehen. Geil, Alter. Ey, aber wie perfekt. Was ist? Tag 3 raus, Tag 5, Tag 7, Tag 10. Perfekter Spannungsbogen. Besser kannst du dir nicht ausdenken. Das ist alles geskriptet tatsächlich. Wir haben das Drehbuch vorher bekommen. Wir haben auch viele Sachen mit dem Teleprompter vorgelesen. Es bleiben die Mädels, es bleiben Sascha und Knossi. Genau. Und es bleiben Last Man Standing, Papa Platt und Rätsmann. Also die beiden so Kings, ne? Ja, die waren sich unsterblich. Unfassbar. Rot-Gelb, Team 1. Also von dem Stress haben wir nichts mitbekommen. Wir waren da 2 Stunden am Strand. Team 1 hat Gelb gemeldet. Die Vorgabe war, bei Gelb und Rot holt bitte das Telefon raus, damit wir erreichbar sind, wissen, wo wir Gelb sendet. Und das Telefon geht nur in die Mailbox. Ja gut, das haben wir verkackt. Wir dachten, wir müssen das Telefon nur abnehmen bei Code Red. Ich dachte, bei Team Gelb holen sie uns einfach entspannt ab. Die haben uns die ganze Zeit angerufen und wir haben einfach da auf der Isomatte im Strand in der Sonne gelegen und gepennt. Shelter von denen recht. Also wir haben sie gestern hier besucht. Dann verstehe ich nicht, warum die jetzt da oben stehen.
Wir haben die gestern hier besucht, da verstehe ich nicht, warum die jetzt da oben stehen. Ist das geil, Alter! Ja, die gehen nicht an ihr Telefon. Man möchte meinen, dass die alle sich freuen würden, wieder ein Telefon in der Hand zu haben. Aber sie schicken Smileys. Scheinbar sind sie auf ihrem InReach erreichbar. Ich habe sie jetzt nochmal. Wir haben die so zugespammt! Wir haben unseren InReach gesehen, nachdem wir unseren Standort gesendet haben. Haben wir gesehen, dass das so Emojis hat. Die hatten so richtig hässliche Scheiß-Smileys. Wir haben davon 30 Stück abgefeuert. Wir haben die richtig zugespammt. Wir haben die so zugespammt mit diesen Scheiß-Emojis, diese Satellitentelefon-Emojis. So hässlich. Nochmal kontaktiert, dementsprechend. Ich mache mir jetzt nicht die Sorgen, wer Smileys schickt, dem geht's nicht ganz so schlecht. Nicht abnehmen das Telefon und dann nur Emojis senden. Genau mein Humor. Ja, wir sind nicht so geil. Das Rettungsteam Markus glaube ich nicht. Unser Rescue-Team macht sich auf den Weg, Trimax und Romatra abzuholen. Oh, Digga, bin ich froh. Ich will diese Scheißbucht auch nie wieder sehen. 10 Tage ist so krank. Krank lange. Weil jeder Tag kommt einem vor wie 3 Tage. Das ist verrückt. Während unser Rescue-Team sich auf den Weg zur Abholung macht, erfährt Jan in Camper River endlich, wer sonst noch ausgeschieden ist. Hey, herzlichen Glückwunsch. Ich sag, es war schon krank nach einer Weile. Glaube ich. Es war wirklich so, boah, jo. Grund fürs Ausscheiden? Wir haben uns mehr Kanada erhofft. Wir hatten kein Trinkwasser mehr, keinen Kochtopf. Unsere Tabletten sind ausgegangen. Wir hatten kein Essen. Wir sind losgelaufen, weil uns gesagt wurde, es ist unmöglich, die Zivilisation, das verlassene Dorf zu erreichen und es ist unmöglich, einen Spot von einem anderen Team zu erreichen. Das ist scheiß Gelände, da kann man nicht lang, es geht nicht. Dann haben wir gesagt, an Tag 10, wir machen Wanderung. Alle haben uns nicht geglaubt, dass wir am Tag 10 noch ohne Energie eine Wanderung machen können, mit Gepäck. Wir haben es den Leuten gezeigt, sind zum Spot von Fritz rausgekommen. Leider waren die schon eine Woche vorher raus. Uns war das Risiko bewusst. Wir wollten einen geilen See mit Fischbestand, einen geilen Fluss entdecken, geile Nahrungsquellen oder irgendwas. Und wir laufen in den beschissensten Spot auf der ganzen Insel, wo es nur Brackwasser gibt. Komplett dehydriert, völlig ultra im Arsch. Kurz vorm Zusammenbrechen, und dann war Code Gelb. Aber wir sind absolut happy damit. Junge, wie war die erste Mal Dusche? Wow, geil. Ich habe mich ja zum ersten Mal ausgezogen aus den Sachen, die ich seit 8 Tagen anhatte. Das konnte ich aushalten, das konnte ich mir selber nicht antun, so drauf zu gehen. Hattet ihr wirklich alle 3 Tage Kontakt zum Briefkastentrupp? Alle 3 Tage wurden die Speicherkarten abgeholt, damit die das schon schneiden können, weil die stark dahinterher waren oder das schon mal sichten können. Uns wurde gesagt, wir sollen es so auffangen, dass es vom Boot erreichbar ist und wir sollten dann ein GPS-Signal senden, wo dieser Standort ist, aber das sollte mehrere 100 Meter neben dem Shelter sein. Wir haben das auch gemacht. Aber die anderen Teams haben den Briefkasten direkt an den Shelter gehangen. Problem war aber, als sie das abgeholt haben, wir haben denen 2 Fragen gestellt, weil wir unseren scheiß See nicht gefunden hatten und verzweifelt waren. Wo ist unser See? Wo ist unser See? Er hat nicht geredet. Er hat uns nicht angeguckt. Er hat uns ignoriert. Er war wie der scheiß Terminator. Hat er sich den Briefkasten genommen, die Speicherkarten und ist umgedreht. Völlig nichts. Nichts. Gar nichts kam da. Beim 2. Mal abholen, Tag 7, wurde uns nur gesagt, ihr wisst, dass Red Tide Gefahr ist. Wir wussten es ja schon vorher, deswegen haben wir keine Muscheln gegessen. Ihr wisst, dass Red Tide Gefahr ist. Und dann hieß es nur, ja, der See ist tot, da sind keine Fische. Und dann hat er gesagt, Riesenfroschbestand schmeckt wie Hähnchen und ist abgedreht. Das war's. Das war all der Kontakt. Das war auch das Team, was gescoutet hat. Also, scheiß auf Fische, ihr sollt Kröten und Frösche essen. Und dann erfahre ich jetzt hier, jeder 2. Kröte ist giftig. Also, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich wünschte, er hätte uns das nicht gesagt. Danach war ich noch mehr pisst. Hätte ich gesagt, okay, ich habe kein Essen, denke ich mir, scheiß drauf, okay. Und dass wir jetzt im Nachhinein giftige Kröten essen sollten, macht mich noch saurer tatsächlich. Ja, jetzt bin ich auch überrascht. Ist euch irgendwas auf den Kopf gefallen? Weil wir immer so, habt ihr was Falsches getrunken? Habt ihr? Naja, aber du bist auf dem richtigen Weg. Wir haben nichts Falsches getrunken, aber wir haben kein Trinkwasser. Oh, fuck, das tut mir wirklich weh, Alter. Euch hier zu sehen, das tut alles. Das ist eine sehr, sehr geile Behind-the-Scenes-Folge. Tag 4 ist er hier einmal umgekippt, schwarz vor Augen. Und Tag 5 dann nochmal einmal gesagt, jetzt Schluss. Ja. Kein Essen, nichts. Tot. Die Bärensträucher, die sie uns da gezeigt haben, standen bei uns überall, alles leer. Bei uns auch alles voll. Aber es waren noch die, die uns gezeigt haben, ne? Ich glaube zumindest. Joey hat es nicht gegessen. Ich habe es gegessen und war experimentgescheitert. Ja, krass, Alter. Ja.
die freie Zeit in Kanada will genutzt werden. Gut erholt macht sich Jan zusammen mit Fritz und Martin auf den Weg zur nächsten Herausforderung. Mal richtig geil, Alter. Okay, also ich hatte echt keine Ahnung, wo wir landen. Ich habe einfach nur irgendwie recherchiert, aber das sieht tatsächlich nach absolutem Spaß hier aus. Voll direkt überm Highway, unterm Highway. Optisch ist das ein geiles Ding, ey. So, wir sind jetzt hier in Nanaimo gelandet, circa 2 Stunden entfernt von da, wo wir uns eigentlich aufhalten. Und das Ganze, um uns ehrenlos von Brücken und Klippen zu hechten, um natürlich immer sicher zu sein, sehr gefällt, bin ich nach mein Sicherheitsteam mitgenommen. Survival Martin auf rechts. Hallo, ich bin Survival Martin und ich teste, wie tief es hier ist. Achtung, ich sag, ob sicher. Warte kurz. Alles klar, ungefähr 16 Meter. Geil. Also umziehen, rüber schwimmen und dann reinspringen. Geil. Da hab ich Bock drauf. Wo fängst du jetzt an? Welche Höhe? Die Brücke? Da fängst du an? Ja. Digga, was macht er denn einfach mit? Einfach aus dem Produktionsteam macht er mit, oder was? Woher weiß man, dass es da tief genug ist? Sieht man das mit dem bloßen Auge? Sind die da einmal Probe getaucht? Das ist doch gefährlich! Boah, ist das Wasser geil! Er leckt mich weg! Yes! Juhu! Also, wie cool. Also, sowas hat Romatra auch mal gemacht, nach so einer Hiking-Tour irgendwas. Ich glaube, aus 16 Meter runtergesprungen. Wasser war super gerade, nicht aufgeschlagen. Er hat sich 2 Wirbel angebrochen. Ich habe vor sowas mad Respekt. Macht das nicht. 2 Rückenwirbel gebrochen oder so ein Scheiß. Ja, ja. Ist das dumm. Obwohl man Kerzen gerade reinspringt. Und ich jetzt nochmal hoch. Aber das habe ich vermisst. So eine gute Spülung, ey. Und schön Schlag am Bauch. Ja, lass los! Ja! Das ist so dumm. Das ist aber auch mal wieder sexy hier. Eisenbahnbrücke mit einer Plattform zum Springen. Oh! Was denn? Oh, ne, ich weiß nicht, das war gerade kein Geländer und so. Oh, hier geht's einfach mal rein. Ist das echt eine Plattform zum Springen? Was ist, wenn er nicht auftaucht? Da ist doch gar keiner. Da spricht doch keiner hinterher. Wo sind die Sicherheitsmaßnahmen? Scheiße, Alter. Hey, Talk, ich wusste, ich habe die Brücke hardcore unterschätzt. Das ist... Ich habe so einen Puls gerade und ich habe nichts gemacht. Ich habe nur die Kamera gehalten. Im ersten Moment dachte ich... Doch, unten war jemand. Na gut. Okay, hoher Sprung, aber chillig. In der Luft habe ich gecheckt, okay. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr ordentliche Nummer. Ich würde sagen, ist so 23, 24 Meter hoch und damit einer meiner 5 höchsten Sprünge. Geil. Warum dann direkt mit dem Rückwärtssalto? Der macht einen seiner höchsten Sprünge auf all time und macht einen Rückwärtssalto. Habe ich nicht mit gerechnet, als ich heute Morgen aus dem Bett gefallen bin. Kurzer Ausflug nach Nanaimo, bisschen hier von den Klippen gejagt. War ein geiles Ding. Ihr hattet auch ein bisschen Spaß, oder? Ich fand's herrlich. Ich hab immer noch Puls. Martin, damit würde ich sagen, Feierabend Anfang hier aus Nanaimo und zurück nach da, wo wir wohnen. Während die ausgeschiedenen Kandidaten sich in Kanada vergnügen, erreicht unser Rescue-Team den Spot von Trimax und Romatra. Alter, was für ein geiler Shelter. So sah es ohne Isomatte aus. Und darauf hatten wir noch eine Isomatte. Die haben da gepfiffen. Ist das krass. Aber die haben doch im GPS gesehen, dass wir nicht da sind. Warum sind die da hingefahren? Wir waren so weit weg. Digga, wir sind 4 Stunden zu Fuß in die Richtung gelaufen. Oh, das Schachbrett, cool. Digga, die müssen ja gehabt haben. Oh, krass, das haben die alles gemacht. Komplette Küche gebaut. Digga, die denken sich, wieso haben die eine Tür? Wände. Der Shelter ist leer.
Mithilfe der GPS-Koordinaten macht sich unser Team auf den Weg, die beiden zu suchen. Wir fahren jetzt in eure Richtung. Positioniert euch ein bisschen am Strand, sodass wir sehen. Ist gut möglich, dass nur ich vom Boot komme und wir drei. Ich glaube, dann hatten wir das Telefon rausgeholt, weil nach einer Stunde immer noch nichts kam. Wir müssen dann auch ein bisschen gehen. Ober. Ach nee, die können uns, glaube ich, die können uns Text senden. Und ich glaube, im Text stand, wir sollen ein Satellitentelefon machen. Okay, nicht so schlimm. Wir wissen ja ungefähr, wo sie sind. Setzen wir uns hin, damit die schnell fahren können. Auf geht's. They are too exhausted to go back to Pearl Harbor. Ich glaube nicht, dass sie bis, vielleicht auch bis Pearl Harbor und weiter gekommen sind. Aber wenn ihr die mit... Ich glaube nicht, dass sie bis Pearl Harbor gekommen sind. Wir sind an Pearl Harbor vorbeigelaufen. Geht, das hilft uns ja. Team 1, hier Joe, kommen. Die zwei Nerds laufen hier knapp 6 Kilometer durch die Gegend, obwohl sie total ausgelaugt sind. Das sind Helden. Trimax und Rumatra, warum sind sie mit dabei? Weil sie ultra Bock drauf hatten. Es geht für mich nicht darum, irgendwelche Survival-Profis zu haben, sondern das Wichtige... Ja, Rumatra hat dann uns genommen. Das Wichtigste ist, dass die Leute motiviert sind, dass die Bock drauf haben. Und das habe ich einfach gemerkt, dass die einfach eine Herausforderung suchen, der sie sich stellen möchten. Ob sie es schaffen oder nicht, ist eine andere Geschichte. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ihr seid dabei. Und man muss dazu sagen, die beiden sind natürlich auch ein super unterhaltsames Duo, was sich ständig in die Haare kriegt, was sich gegenseitig so ein bisschen hops nimmt und was auch irgendwie witzig ist. Das ist das Geile bei Fritz, der feiert das. Rumatra Tag 1, wo dann so, ich habe einen Haferstoff. Und dann macht er wie so eine Katze irgendwie. Und ich krieg dann mega Lachkraft und sag, was machst du da? Feiert Fritz halt mega. Einige sagen dann, oh, du bist fies zu Rumatra. So ein Scheiß, das kann der ab. Ja, es ist geil. Wir hatten, wir hatten auch wirklich unendlich Bock. Unendlich Bock. Wir sind ca. 150 Meter von denen weg. Rumatra hat dann nicht nur die ganze Zeit die mit Smileys zugeballert, sondern hat dann auch irgendwie so versucht, über das Walkie-Talkie, über dieses Satellitentelefon so Militärsprache, Common, Over and Out, Team 1 und so weiter. Er hat die mega zugespammt, obwohl auch oft kein Signal war. Die konnten immer nicht antworten auch. Ey, wir sehen sie, ja. Ja. Na, da stehen wir ultra lost rum. Die geil, Rumatra, die Isomatte mitnimmt, die geht immer mit. Die ganze knicken. Also ging, aber wir haben uns hin und zurück, brauchten wir jedes Mal 3, 3,5 Stunden. Ja, ja. Aber Essen ging echt überraschend gut. Ja, wir wollten noch mal ein bisschen laufen einfach. Alter, die Tasse. Wie geht's euch? Also mal allgemein. Gut. Irgendwelche Beschwerden? Nö. Ja, doch, ich hatte Nierenschmerzen. Okay. Nierenschmerzen, aber ich glaube, es kommt von den Chlortabletten und dem miesen Wasser, was wir getrunken haben. Wie sieht's mit Hunger bei euch aus? Also wie war allgemein die Nahrungsaufnahme die letzten Tage? Wir haben halt ab und zu mal Bären gepflückt und die gesnackt, aber... Also wir haben jetzt Essen für euch da. Wir haben extra ein bisschen Piano-Essen gemacht, ne? Also ihr kriegt jetzt kein Festmahl oder so. Warum nicht? Weil sonst kriegt ihr Magenkrämpfe, Verstopfungen oder Durchfälle oder sonst irgendwas. Verstopfung habe ich vielleicht sogar schon, ich habe mich einmal geschissen. Ja, stimmt, das letzte Mal geschissen in Vancouver. Ich habe nicht geschissen. Rumatra ist so geil. Alter, krass. Also, ihr habt ja gerade gesagt, Piano machen, erstmal wenig essen, erstmal so eine Apfelschorle trinken, einen kleinen Saft. Wir hatten ja auch ärztliche Begleitung bei der No-Food-Challenge ohne Essen. Jetzt hier isst du jetzt große Mahlzeiten und der Magen ist so leer und der ganze Verdauungstrakt, kriegst du übertrieben Durchfall, Magenkrämpfe aus der Hölle und ganz übel. Das weiß ich, das hatte ich bei der ersten No-Food-Challenge, das hatte ich bei der Team-Food-Challenge, das hatte ich mal selber beim Fasten und jetzt hier das vierte Mal. Ich nehme das in Kauf. Ich habe mir gigantische Portionen Nahrung reingehauen. Der Magen ist komplett leer und der gesamte Verdauungstrakt, das ist
gestört, wie viel Nahrung man mit einem Schlag aufnehmen kann. Und anderthalb Tage später saß ich in der Nacht dreieinhalb Stunden auf Klo, kalter Schweiß, ich fast bewusstlos geworden. Ich dachte wirklich, ich sterbe. Das waren solche krassen Schmerzen, das könnt ihr euch nicht vorstellen, dass man so Schmerzen im Verdauungstrakt hat und Krämpfe. Aber irgendwann machen wir bestimmt wieder Survival oder Fasten oder irgendwas. Ich würde es wieder so machen. Diese Genugtuung, du isst 10 Tage nichts und dann haust du dir die Nase. Es schmeckt alles so, so, so krass. Ich nehme den Trade. Ich nehme die festliche, gigantische Königsmahlzeit und dafür dann unendliche Schmerzen danach. Das nehme ich. Das habe ich dem Arzt auch so gesagt. Das ist für mich in Ordnung. Ich weiß, was auf mich zukommt. Ich habe das öfter gemacht. Ich bitte drum. Macht Essen für 5 Personen. Wie hier gebaut. Das ist krank Schizo. Ihr lacht noch. Servus. Geht gar nicht. Gut. Ja, mega, dass ihr so lange durchgehalten habt. Wann kriegen wir mal Infos her? Was heißt denn so lange? Schon. Wir wissen immer noch keiner, ob jemand raus ist oder nicht. Team raus. Wir haben so viele Fragen. Wir haben auf dem Boot schon 300 Mal die Frage gestellt. Wisst ihr, was das für eine Folter ist? Scheiß auf Essen und alles. Ich will wissen, geht's den anderen gut? Und wenn, sind wir die Ersten, die raus sind? Wie sieht's aus? Hat jemand was zu essen bekommen? Geht allen gut. Ja, es geht allen gut. Das haben wir schon gehört. Komm, jetzt warte doch einfach nochmal eine Stunde, bis wir es wissen, Alter. Na gut. Okay, da sehe ich schon direkt ein Buffet. Da würden wir uns mal hinbegeben jetzt, oder? Gesundheitscheck und so brauchen wir nicht. Ich sehe da hinten, da drüben, da ist ein Buffet aufgebaut. Ist das für uns? Duschen, umziehen, Gesundheitscheck, nee. Doch, das ist toll. Das war so krass. Das waren so perfekt zubereitete Kartoffeln in so einem Ofen mit so ein bisschen Karotten. Das hat alles explodiert. Also das war wirklich, das Brot war trocken, so, das habe ich nicht gefühlt. Aber von diesen Schalen habe ich, glaube ich, 4-5 Stück erstmal gegessen. Kartoffeln und Brot ist immer super. Ja. Vielen Dank. Danke. Boah, doch, ihr seid schon sehr Bock drauf. Ihr seid schon sehr Bock drauf. Alter. Ich habe ganz vergessen, wie das ist, ne? Ja, ne? Das hat sich so komisch angefühlt im Mund. Es war so ungewohnt zu essen, diese wirklich Nahrung im Mund zu haben. Keine kleinen sauren Beeren oder kein Kelb, sondern wirklich eine Kartoffel im Mund. Das war so ungewohnt, das Gefühl. Das hat sich so falsch im Mund angefühlt, wie damals, als ich mit 17 eine feste Zahnspange bekommen habe. Das war wie ein Fremdkörper im Mund. Ich konnte es nicht, es ist unbeschreiblich. Nach 10 Tagen keine feste Nahrung. Wow. Schmeckt so unglaublich geil. Das ist einfach nur Kartoffeln mit Karotten. Sie hat auch gesagt, langsam essen. Ich piekse erstmal mal 5 Kartoffeln auf. Trimax und Humatra sind versorgt. Zusammen mit den Naturensöhnen macht sich Jan auf den Weg, den bisher nicht gefangenen Fisch zu angeln. So, wie schnell ging das Gefühl weg? Das ist immer ganz schnell weg. Das hast du 1-2 Tage. Das macht auch keinen Sinn. Wir haben jetzt öfter gemacht, 7 Tage nichts essen, 5 Tage nichts essen, jetzt 10 Tage nichts essen. Ja, man nimmt gut ab. Ja, stimmt. Aber man verliert überwiegend Muskeln und Wasser. Gar nicht so viel Fett. Und das Gefühl ist schnell wieder weg. Ich sag mal ganz ehrlich, macht ihr 7 Tage Wasserfasten und ihr esst nichts. 7 Tage nichts essen. Okay? Sagen wir, ihr macht 2 Mahlzeiten am Tag, habt ihr 14 Mahlzeiten ausgelassen. Danach habt ihr aber Heißhunger auf alles. Ihr habt Heißhunger auf Pizza, Nudeln, Brot oder Brötchen. Ihr habt Bock auf Steak, ihr habt Bock auf Fisch, ihr habt Bock auf Pommes, ihr habt Bock auf alle Beilagen auf der Welt. Ihr habt Bock auf Flammkuchen, ihr habt Bock auf alle Gerichte, die es gibt. Ihr lasst 14 Mahlzeiten aus und habt dadurch einen Hunger, einen Heißhunger nach 100 verschiedenen Mahlzeiten. Also man wird so im Nachhinein immer fetter als vorher. Das heißt, wenn ihr so eine Scheiße machen wollt zum Abnehmen, fickt euch. Wenn ihr das machen wollt zum Entgiften, und ihr kommt danach langsam wieder an die Nahrung ran. Okay, so Fasten, Wasserfasten zum Entgiften, super. Wasserfasten zum Abnehmen, große, große Scheiße. Wir gehen jetzt erstmal fischen, würde ich sagen. Hast du Bock oder was? Ja, sicher. Ja. Wir gehen auf Lachse. Die Frage ist ja nicht, fangen wir was, sondern wer fängt den größten? Ja. When the fish bites, grab it, pull it out. Oh. You want a reel? Huh? You want to give it a hard jerk, it'll come out of the downrigger clip. Das ist wirklich, boah, da hätte ich im Leben niemals gedacht. Ah, ich glaube. Ne? Ne? Ja.
haben wir das Ding. Ja, moin oder was? Come on oder was? Ist ja ein Riesenviech. Ja. Das hatten wir. Das dachten wir, Sam vs. Wild, Kanada. Der Lachs! Ah. Boah, da merkst du schon, da ist was zum Essen dran, ne? Hättest du so ein Ding gefangen? Ja. Einmal pro Tag so ein Teil, wärst du versorgt gewesen. Ja. Lachswanderung in Kanada. Essen wird kein Problem. Aber mehr als das. Das one's probably too small. Oh! Ja, da hab ich... Nein! Oh. Scheiße. Aha. Ah! Nice! Doppeldrill! Ja. Fettes Teil, Alter. Ja, so lange können wir es aber nicht halten. Ja. Der lang ersehnte Fisch ist gefangen. Auch im Camp sollte man meinen, dass der erste Hunger gestillt worden ist. So verschiedene Riegel haben wir, glaube ich, noch da. Wir haben auch noch sowas wie Doritos. Ich habe die ganze Zeit gefragt, was habt ihr noch da, was habt ihr noch da? Oder so? Wollt ihr sowas haben? Ja. Ja, wenn wir da mal aufwarten. Kann ich besorgen. Ärzte sagen, ihr sollt warten. Nee. Kannst du euch nicht verbieten oder so. Aber, ja, das ist gut. Der arme Arzt, ne? Okay. Nicht rum, wenn ihr irgendwie Verstopfung, Übelkeit, Erbrechen, Magenkrämpfe, okay. Nehme ich alles in Kauf. Oh, guck mal. Das ist doch besser. Jetzt beginnt doch das. Ja, da leuchten die Augen wieder. Ankommen erst. Was hat denn das da noch drin? Wow, das ist ja großartig. Das ist ja eine tolle Tüte. Das ist ja der Oberhammer. Ihr lasst euch ja richtig gut gehen. Ihr werdet so Probleme haben. Nein, wenn wir nicht. Ich werde Probleme haben, ja. Vielen Dank. Es reicht. Ein Kaffee. Kaffee und ein Mars, Alter. Jetzt bin ich wieder in Deutschland angekommen gerade. Wow. Digga, die Schokolade hat so geballert, ne? Das ist der Hammer. Abendessen ist ja auch gleich. Toll. Genau rechtzeitig abholen lassen. Ey, ich sag's euch wirklich. Die anderen Team haben gesagt, jetzt geht Reserve, jetzt nur noch aushalten. Wir haben alles gemacht, was wir machen wollten. Wir haben noch ein Schachbrett on top gemacht, eine Tasse geschnitzt und gebrannt. Wir haben jeden Tag Content gemacht, wir hatten jeden Tag ein Ziel. Wir haben die größten wir sind mehr gewandert als alle anderen Teams zusammen. Wir haben einen geilen Shelter, wir haben ein geiles Bett, wir haben alles gemacht. Ja, wir haben 10 Tage gemacht, nicht 14. Aber jetzt so Schokolade und einfach Familie anrufen und danach noch Schokolade essen und ein bisschen Clash of Clans spielen. Ey Leute, ne? Ich war so glücklich, ne? Ich war so glücklich. Na, Scheiße. Ich hab die ganze Scheißtüte gegessen. Ich hab stundenlang gegessen. Boah, Max. Alles für dich. Digga, was hab ich denn verschiedene Sachen gegessen? Alter, die Musik dazu, so glücklich. Auch endlich wieder Fleisch. Ich war ja 10 Tage vegan. Das wollte ich nicht. Das Clash of Clans Spiel hat mich übrigens gespoilert. Ja, es wurde gespoilert. Nach Tag 10 oder Tag 11 wurden die... Selina hat sich ja jeden Tag eingeloggt und die Sammler geleert. Und auch Sachen in Auftrag gegeben. Aber ich habe irgendwas gemacht, was Selina nicht gemacht hat. Ich glaube, ich habe angegriffen oder so. Oder ich hab Clan-Truppen oder so angefragt. Und dadurch konnte man aus der Clash of Clans API auf meinem Account lesen, dass da Aktivitäten vorgefallen sind, die es 10 Tage nicht gab. Und das war so ein kleiner Spoiler, dass wir raus sein könnten. Und in Clash Royale Trophäen gepusht. Ja, das war's. Das Dümmste war tatsächlich, dass Rumatra online war. Weil Rumatra war monatelang nicht online und auf einmal geht der Typ an Tag 10 online. Bei mir war ja meine Freundin wenigstens so oder so jeden Tag on. Aber Rumatra denkt sich nach einem halben Jahr, gut, lade ich mal wieder Clash of Clans runter und daddel eine Runde. Eine Tafel Schokolade mit dem Schweinzelt. Boah, riech mal an den Maki und sag mir, wie du es findest. Das haben wir heute noch gegessen. Boah, ist das respektlos, nach der Schokolade jetzt nochmal diesen Kack-Maggi zu riechen. Boah. Das ist so ranzig geworden. Das hat geschimmelt, Leute. Das war jeden Tag nebelig, Luftfeuchtigkeit. Die ganzen Salze ziehen Wasser. Da sind kleine Gemüsestücke drin und Fette. Die werden sofort ranzig und schlecht. Boah, ist das ranzig. Das ist ja komplett ekelhaft. Das haben wir gegessen, pur.
Ne, ich esse gerade. Doch, riech nochmal, riech nochmal. Magst du den Content? Nein, einmal noch dran riechen. Du hast gegessen, die Scheiße. So sauer auf das Maggi, ich kann nie wieder Maggi essen. Irgendwas haben wir letztens gekocht oder irgendeinen Braten oder irgendeinen Auflauf gemacht. Da meinte meine Freundin, jetzt müssen wir noch ein bisschen Knorr, wir hatten ja Knorr und Maggi, ein bisschen dran machen, dass das geschmacksfähig war. Nein, weg damit, weg mit der Gemüsebrühe. Nie wieder mit Gemüsebrühe kochen. Nur Salz oder irgendwas, weg mit der Gemüsebrühe. Ich hab jetzt einen Schaden. Digga, was habe ich denn alles gegessen? Was ist das? Oh, die hat Eier gemacht. Da war eine Köchin, die hat Eier gemacht. Oh, war das gut, Alter. Ich hatte so Bock auf Eier, das war der Wahnsinn. Ich hab so inhaliert. Romatra hatte da schon keinen Hunger mehr. Ich habe die ganze Zeit noch seine Sachen mitgegessen. Sau lecker. Da hatten wir aber gesehen, da hatten wir uns schon geduscht. Wollen wir uns anziehen, diese Dinger? Ihr wollt nicht, ihr müsst. Gibt's einen großen? Ja, ich glaube, den hatten wir. Super. Ah ja, gut, da gab es keine. Ich hatte keine Klamotten da. Ich habe dann ein T-Shirt, ein M bekommen. Ein M, ja, mit M war das Größte, was da war. Und ich hatte auch Socken, 4 Größen zu klein bekommen. Und was noch? Unterwäsche, glaube ich, auch. Ich musste halt Sachen von denen, was da war. Und keiner hatte Sachen in XXL. Ihr müsst. Gibt's einen großen? Ja, ich glaube, den hatten wir. Super. Ich guck mal, ob das passt. Ja, das mag ich wieder aufstellen. Was ist das denn? Aber toll, dass sie so einen XXXL-Anzug hatten für Ganzkörperanzug. Der ist mir gefühlt zu groß. Obelix. Ja, ich habe 15 Kilo zugenommen bei Seven vs. Wild. Ich habe gut gegessen, als wir wieder da waren. Ich habe gut gegessen. Oh, du siehst irgendwie doof aus. Bro, du siehst aus. Ich wusste nicht, wie ich aussehe. Also ich kann mal richtig die Fresse halten. Ich sehe noch viel döver aus als Rumatra. Wie geil. Ich guck mal, ob das passt. Das mag ich wieder aufstellen. Oh, du siehst irgendwie doof aus. Bro, du siehst aus, als hättest du 20 Kilo zugenommen. Das haben wir alle schon gesagt. Digga, Rumatra, so geil, dieser Move, wenn man diese Brille hochschiebt. Das ist immer in allen Serien, wenn irgendwie so ein Professor einen smarten Plan hat, schiebt er die Brille hoch und dann kommt es zum Plot-Twist. Das hat Rumatra auch so oft bei Seven vs. Wild gemacht. Das ist Rumatras Signature-Move. Jo, wieso ist das so geschnitten? Wir haben, hier hinten war unser Zelt. Wir haben hier eine Nacht gepennt. Das ist am nächsten Tag. Wir haben hier eine Nacht gepennt. Und das war auch das äußerste Zelt. Da kamen immer Wölfe, diese kleinen Küstenwölfe, waren nicht großartig bedrohlich, und haben da hingepisst, so als Reviermarkierung ans äußerste Randzelt. Und nachts musste ich auch auf Klo, logischerweise, ich hatte ja Magenkrämpfe, durch den Wald. Und da hat man auch Wölfe gehört. Die sind da immer rumgelaufen. Die hatten auch die Tage davor ein bisschen was gesichtet. Nachts. Boah, sehe ich scheiße aus, krass. 10 Tagen endet für Trimax und Rumatra Seven vs. Wild. Die beiden machten sich auf den Weg nach Campbell River, wo die anderen ausgeschiedenen Teams bereits auf sie warten. Jetzt wird's interessant. Wir wussten immer noch nicht, ob jemand raus ist. Uns wurde nur gesagt, wir fahren ins Hotel. Immer noch nicht. Dave, komm, lass ihn mal. Alter, bist du schmal. Wie sehe ich aus mit dem M-Shirt? Ja, das ist auch das Ziel. Was ist das denn? Ich sehe aus wie ein Hurensohn. Ey, was ist das? Das kann nicht sein. Ich bin immer noch fett, aber ich hab meine ganzen Schultern, Nacken, Brust, ist alles weg. Ich habe immer noch eine Fettplauze. Ich bin immer noch fett, aber ich habe alles drumherum verloren. Der Nacken, die Schultern, Brust, ist. Ich war wenigstens immer ein bisschen muskulös und fett. Jetzt bin ich nur noch fett. T-Shirt ein bisschen. Moin. Digga, was ist mit dem Arm passiert? Glückwunsch. Danke. Glückwunsch. Ey, danke, wenn ihr das so alles sagt, dann ist wohl doch mal ein Team draus, oder? Und es wurde nichts gesagt, das war so ein... Gürtel passt nicht mehr. So nervig, wir wissen nicht, wer raus ist. Ich bin auch glücklich, dass ihr wieder da seid. Ey, das Shirt, ich sehe ja so kacke aus. Heute Abend eine große CSGO-LAN angekündigt. Echt jetzt? Bitte. Oh, das ist geil, Alter, da habe ich richtig Bock drauf. Digga, erstmal 10 Tage... in der Wildnis und dann CSGO-LAN direkt. Ja,
Genau so habe ich es mir vorgestellt. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Ich muss bei dir kurz aufs Klo. Nein! Natürlich! Nicht. Warum muss er bei mir aufs Klo? Oh, hier ist auch schon welche. Moin! Ich geh kurz pinkeln. Na? Alter, was? Ja, komm zurück, Alter. Wir kommen zurück. Das war so surreal, die zu sehen einfach. Einfach im Hotelzimmer versteckt. Ich pinkeln wollte, ey. Alter, hast du abgenommen, ey. Ich schau, ey. Willkommen zurück, Bruder. Wow, Alter. Ob ihr Spot 2 wart? Moin, oder was? Digga, einfach im Fernsehschrank versteckt. Kommt da Jan raus? Komm her. Hey. Zu sehen. Ja, klar. Nein, du das konnten wir nicht fassen. Digga, auf einmal sind da Fritz und Madin. Ey, wir haben unser Leben nicht mehr verstanden. Wir wussten da ja, wir wussten nicht, warum sie raus, aber wir wussten, wir waren länger als die beiden Favoritenteams drin. Was macht ihr hier? Wir waren die Ersten. Nein, wieso? Tag 3. Wirklich so. Kein Trinkwasser. Halt's Maul. Ja. Ein Trinkwasser. Alter, war das so ein Fluss? Ja, da wart ihr. Da waren wir, Spot 2. Sind die ganze Küste lang gelaufen mit dem Packsack. Oh. 15 Kilo Packsack, 5 Kilometer über Steine geklettert. Das ist alles mitgenommen. An Tag 10. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Alter, Scheiße. Die neu gewonnene Freizeit muss genutzt werden. Die ausgeschiedenen Kandidaten entdecken neue Hobbys. Stimmt. Ich habe da ein Golf-Outfit gesehen, das war 50% reduziert von Puma. Und ich hatte ja keine Klamotten, da habe ich zugeschlagen. Ich habe mir einen Golfhandschuh gekauft. Nur für die Aufnahmen. Digga, eine pinke Hose. Die ganzen Freistelle dran. Das habe ich mir nur für Behind the Scenes gekauft. Und weil es 50% reduziert war, wollen wir mal auch mal einen Schnapper machen. Digga, ein Golfhandschuh. Ich finde Golfen so scheiße. Du bist so surreal manchmal. Ja, allein für den Gag reicht's. Guck mal, hier lachen ein paar im Chat. Ja, kostet zwar was, das Outfit, aber für den Lacher reicht's doch. Warte, die ganze fährt 50% off. Du musst schon ein bisschen einfahren, glaube ich. Ja. Hier runter müssen wir. Geil. Macht's gut, Männer. Mit dem Ball eigentlich los? Ey, Golfen war so scheiße. Ich habe da überhaupt keinen Spaß dran gehabt. Ich bin die ganze Zeit mit diesen geilen E-Mobilen rumgefahren. Ich bin da so lang geheizt. Ja, eben, was hast du da in der Hand? Wir nehmen den hier zum Abschlagen. Der fetteste, ne? Hä? Ihr könnt ja gar nichts. Ich hab noch nie beim ganzen Leben Golf gespielt. Noch nie. Ich hab da so Löcher reingeschlagen. Ja, hab ich. Wir versuchen Golf zu spielen. Ja, wie sehe ich aus, Mann? What the fuck? Ist das scheiße? Die Schulter ist einfach weg und der Nacken. Hab ich noch nie in meinem Leben. Bisher 20 Mal daneben geschlagen. Komplettes Outfit gekauft. Bereue ich. Aber es war 50% off. Nee, das Golfen nicht. Das Golfen war schweineteuer. Aber das zahlt ja Fritz. Schön mit den Gegenkräften in der Kurve hier, ne? Schätz mal, wie viele Schläge bist du hierher? 2. 3. Stark, Junge. Macht richtig Bock, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, ich bin so ein Grobmotoriker, mach das kaputt, aber geht gut. Also wenn er flutscht, dann richtig. So, jetzt können wir schon weitermachen. Nein, wenn er von hier so rein. Nein, dafür ist nicht tief genug. Soll ich ein paar Bälle rausholen? Ja. Aber nackt dann. Ja. Das Wasser war voller blauer Farbstoff und pures Chlorwasser, damit da keine Tiere drin sind. Aber nackt. Ey, ich lieb den Typen. Mach schnell, ja. Digga, das war so ein scheiß teurer Golfplatz. Ja. Ja, das ist so geil, Mann. Der läuft jetzt einfach rein nackt für Bälle. Das ist geil. So. Die gebrauchten Bälle konntest du für einen halben Dollar vorne kaufen. Richtig. Auf die Kamera und da ist so ein scheiß Typ mit Fokuhila in diesen chemieblauen See. Das war richtig. Das ist einfach ein See mit blauem Farbstoff. Stark. Ja, jetzt haben wir wenigstens 2 Bälle mehr. Hey. Haben wir nur Behind the Scenes gefilmt oder habe ich einen Vlog gedreht, den ich dann hochladen wollte, wenn wir raus sind? Digga, habe ich einen Vlog da gedreht? Doch! Ich habe einen Vlog vom Golfen! Ach krass, danach war auch der Antrag. Ich habe den Antrag per Ton festgehalten. Das Handy war geheim in meiner Tasche, das werde ich aber nicht veröffentlichen, das ist für privat. Okay, geil. Ja, müssen wir mal gucken.
Kannst du mal spielen? Es ist so, vielleicht alles zusammen geht. Naja, 9 Minuten. 9 Minuten Aufnahmematerial habe ich. Ja, jetzt ist auch egal. Schnell dir weg, Bruder! Ausschlag, Ausschlag! Ich habe eben aus dem Sand raus, wirklich so 30 Meter, das Ding reingezündet. Alle sind ausgerastet. Aber haben wir nicht auf Kamera. Ja, ist geil. Schön mit dem Golfkoffer, ein bisschen was trinken, ein bisschen rumchillen, den einen oder anderen Schlag absetzen. Die anderen latzen, weil sie nichts können. So läuft das. Ja, das ist echt schnell. Topspeed, wir sind ja nur so rumgeheizt mit den Dingern. Und so offroad. Ach, Scheiße. Das ist so random. Das war alles so verboten. Was machen die da? Man muss dazu sagen, die Dinger fahren einfach nur einen gewissen Bereich und haben die GPS und dann bleiben die stehen. Die müssen das da irgendwie wieder runterschieben. Durchspringen oder was? Digga, ey, das musst du filmen. Hier zuckt es so leer, Alter. Ja, einfach mal probieren, was soll passieren. Dann will der rinhechten vorne in den Tümpel. Das ist schon geil dadurch. Nee, hey, das passt so. Nee, hey, das passt schon, super. Schön die Pfeffis raushauen, ne? Ah, das ist aber schön hier. Ey, diese blaue Farbe, das ist pure Chemie. Ich habe das wirklich eingeprobt. Ich musste die Strecke mehrfach fahren. Ich war sein Fahrer, weil es da so steil runterging. Da musste man gut mit Speed ankommen. Ich war sein Stunt-Koordinator. Oh, ne? Ah, das ist aber schön hier. Also das ist ein Traum, am Golfplatz was wegzuschauen. Ihr habt so Spaß, während die anderen so leiden. Ich sag es euch immer wieder. Ich sag's euch doch. Wir haben alles gegeben bis zum Umfallen. Und dann 4 Tage früher, ist okay, contentmäßig sind wir happy. Und diese 4 Tage haben auch so viel Spaß gemacht. Ich sag wirklich, wir haben's richtig gemacht. Ja, wir könnten jetzt noch 4 Tage da rumliegen und leiden. Wir haben gezeigt, wir können mit Steinen abkochen, auch wenn wir keine Tabletten haben und keinen Filter mehr. Und unser Shelter ist gemütlich und wassersicher. Da 4 Tage rum, hätte funktioniert. Aber diese große Wanderung war auch geil. Fertig. Bis dann. Können wir denen das schicken nachträglich noch bitte? Wenn wir schon wieder weg sind in Deutschland. Wen? Den Golfclub. Digga, der hat das blaue Chemiewasser geliebt. Das ist meine Lieblingssportart, das geholfen. Während ein Teil der Kandidaten Kanada genießt, hat sich das Rescue Camp ernste Sorgen. Unser Team hat von Knossi und Sascha keinen Code Green erhalten. Die Sicherheitsregeln besagen, dass dies als Code Red gewertet werden muss. Eine Abholung in der Nacht ist aufgrund der schlechten Sicht ein großes Thema und besonders gefährlich. Stopp. Die sind zusammen am Shelter. Oh. Ja, maybe. Okay. Vielleicht sind sie nicht in der Lage zu antworten. Vielleicht ist es ein technischer Defekt. Wir fahren da jetzt rüber, gucken, wie es ihnen geht. Wenn es ein technischer Defekt ist, beheben wir es. Wir sind beide am Shelter, aber wir kriegen einfach keine Antwort. Und wenn wir keine Antwort kriegen, haben wir immer gesagt, wir rücken aus. Is that everyone? All aboard. All good. So ein Stress fürs Team, weil die nicht Code Green drücken. Die fahren zu Knossi und Sascha. Sascha! Knossi! Can we do that? Digga, sieht das creepy aus mit dem Scheinwerfer. Das sieht aus wie bei Jurassic Park. Ja, da kommt jetzt einfach. Guck dir die Szene an. Da kommt einfach ein fucking Raptor lang gelaufen. Das sieht schon creepy aus. Oder so ein Werwolf oder so ein Alien oder so. Can we do that? Okay, okay. Über solche Scheißfelsen bin geklettert.
So ein Aufriss wegen den beiden. Ja, ja. Komm wieder. Wir sind zu zweit. Okay. Ding jetzt an, gut. Die Geräte, die haben nicht darauf geachtet, dass das Gerät eine Message versendet. Also auch angezeigt. Haben gedacht, senden, legen sie schlafen. Von der Seite muss man sagen, Bedienungsfehler von den zwei Jungs. Aber denen geht's gut, das ist die Hauptsache. Wir haben es nochmal darauf hingewiesen. Morgen früh. Das ist uns auch passiert. Allerdings, das war auch nicht drin, ne? Das ist uns einmal tagsüber passiert. Hab ich das verkackt. Romatra hat Code Green gesendet und ich wollte auch Code Green senden, habe aber irgendwie das Ding geladen oder sowas. Ich habe irgendwas anderes gemacht mit dem Gerät. Dann hatte ich es morgens nicht gesendet und dann kamen die mittags mit dem Boot, haben mal gesehen, dass alles bei uns gut ist und sind wieder gefahren. Das war an Tag 2 oder 4 irgendwie sowas. Dann wieder ganz normal die Nachricht zu senden. Heute wissen wir, brauchen sie nichts mehr senden. Alles fein. Wir sind ja direkt am Shelter mehr oder weniger rausgekommen. Ja. Und wie wir gerade am Shelter waren, ist Knossi zuerst wach. Hallo, was ist los? Nee, denen geht's gut. Sehen munter aus. Echt klasse. Haben sie gut gemacht bis jetzt. Ja. Das große Finale. So endet die dritte Staffel Seven vs. Wild. Geil, Alter. Geil. Das war eine geile Behind-the-Scenes-Folge, oder? Da war ja alles drin. Oh, fast 1 Million Abonnenten, mach die mal voll. Die war geil, da war ja alles drin. Wie wir auf die anderen getroffen sind, war geil. Golfausflug, das erste Essen, die Stunts von den anderen. Geile Folge, Alter. Meiner Meinung nach die beste Behind-the-Scenes. Ja, haben mehrere geschrieben.